Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, erstmal dadurch, dass ich inkompetent bin, habe ich ein bisschen was verhunzt, mehr oder weniger. Von der letzten Aufnahmesession, also nicht von der Aufnahmesession selber, sondern ich habe einfach raus versehen auf den Quick Load Button anstatt auf den Quick Save Button geklickt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die paar Sachen. Wow. Nachholen. Die uns noch so fehlen. So, hier war ich drin, soweit ich weiß. Ja, das hatten wir bereits gelöst. Also ja, ich wollte erst einmal gucken. Achso, das war die beiden, okay. Ach ja, das war die Eisbombe und das hatte ich mir aufgeschrieben. Das war der Superheiltrank. Jetzt wollte ich mal ausprobieren, ob das hier vielleicht ein Altar of Light ist. Nein. Okay. Du bist wieder aktiv. Dann datschen wir dich doch einfach gleich mal an. Au. Den Schalter hatten wir umgelegt, gell? Ja. Ja, wir könnten uns hier rein Wisp shiften oder auf der anderen Seite irgendwo auch rein Wisp shiften. Die Teleporter hatten wir auch alle geklärt, wo die hinführen. Was wir nicht geklärt haben, ist, wie wir da reinkommen. Ich würde gerne da reinkommen. Wenn es nicht so viel verlangt ist. Ja, hier waren wir halt auch nicht drin. Ich hätte mich halt hier rein wisp-shiften können. Da hätte ich den Teleporter genommen, der mich auch rausgebracht hätte. Zu diesem. Arsch hier. Ernsthaft nicht ausweichen. Wow, dein Ding geht aber weit. Da. Was ist das? Stirb einfach. Lass mich in Ruhe. Ja, hier war der Weg zurück. Das hier müssen wir noch abklappern. Turm of Ice kriegt natürlich sie. Vitalize, das war ein Torrent Zauber. Flash Freeze. Freeze 100% Chance. Also es ist einfach nur ein Einfrierungszauber, okay. Hey, das hier sieht verbuggt aus. Ich sagte, ich wollte eigentlich gerade sagen, das sieht interessant aus, aber das ist die Tür. Wow. Wer hat dich eingeladen? Vor allem, was machst du da? Okay.
Ja, außer sterben natürlich. Okay, zur Sicherheit x ich das hier mal, dass ich weiß, ich habe beides. Ah, ich hätte mich auch einfach hier reinwispshiften können, okay. Warte mal, ist das wirklich ein Wispshift? Tatsächlich, ich hätte mich einfach zwischen die beiden Dinos wispshiften können, okay. Also, das haben wir abgeschlossen, das hatten wir abgeschlossen, weil hier habe ich in den letzteren Folgen gesehen, dass da wir den Stein bereits rausgeholt hatten. Wir können aber trotzdem mal in die Richtung gucken. Sie sieht ein bisschen angeschlagen aus, also gibt es eine Heilung. Weil wir den Healing Stone benutzen könnten. Also ja, ich kann auch einfach irgendwo rauslatschen. Ja, ist gut. Das hatte ich auch bereits geplündert und mit den beiden Schaltern alles wieder aufgemacht. Die Frage ist halt Diamond Gems. Ob es irgendwo noch zwei einzelne Drachenstatuen gibt. Ja, was war mit den Drachen hier? Die haben einfach nur böse Eis gespuckt. Au. Beziehungsweise... Wenn ich hier drauf getappt bin, ist was passiert. Passiert immer noch. Ist halt wirklich eine Frage, was ich diesen... Drachen teilweise geben muss. Ja, hier komme ich zum Beispiel nicht mehr rein. Obwohl ich da gerne noch mal reinkommen würde. Damit habe ich da geöffnet, aber da habe ich noch nicht geöffnet. Wobei das hier so aussieht, als ob ich von... Ja. Woanders aus. Da hinkomme. Das macht er das wieder zu. Dann geht, macht das bitte wieder auf. Das macht das auf und zu. Ist okay. Ja, hier habe ich das Gefühl, dass... Da. Eier sind, okay. Erstmal das und zweitens habe ich gerade irgendwas laufen gehört, was mir nicht so gefällt. Ja, da kann ich mich da reinporten, da kann ich mich da zurückporten. Ich kann aber die Wand hier drin nicht mehr öffnen, die ich gerne öffnen würde, nämlich diese hier. Wobei ich das denen nicht abkaufe. Au. Das lerne ich auch nie. Da komme ich wieder in diesen Bereich rein. Den habe ich auch schon fröhlich abgeklappert.
kann auch nichts in die Mäuler hier reinstopfen. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Versuche ich mal gerade was. Hätte vielleicht vorher einen Quicksave machen sollen. Da hätte ich mir, kann ich mir das Einsammeln nachher sparen. Okay. Da ist unsere freundliche Krabbe. Fissel. Mhm. Ja, die ist nicht, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Mehr bringt sie mir nur leider nicht. Wo kommt die jetzt her? Nerviges Viehzeug. So, weg mit dir. Einmal Autsch. Nochmal Autsch. Ein letztes Mal Autsch. So. Okay. Hat immer noch nicht wirklich geholfen. Ja. Hm. Do not concern yourself with crabs, I will leave you alone eventually. Aha. Ja. Ja. Sie beginnen sich um mich herum zu öffnen. Wo? Bitte? Hm? Ich merke davon nichts. Mein Schadensoutput sieht doch nicht mehr so toll aus wie vorhin. Ah, das musste jetzt sein. Ja. Autsch. Wo versteckt sich jetzt der zweite Krabbler, der hier wohl wahrscheinlich gespawnt ist? Ach, da hinten.
Intelligent bist du manchmal auch nicht gerade, hä? Komm her und stirb einfach. Au. Komm her und stirb schnell. Gut. Hier hatten wir zwei Drachen mit blauen Edelsteinen und hier haben wir zwei Drachen mit den grauen Edelsteinen gehabt.